Jo, damit willkommen zurück zu Star Wars Empire Tour mit dem Swan's Revenge Mod und der Hand des Imperiums. Ja, im letzten Part hatten wir, wenn ich mich erinnere, hier eine etwas größere Bodenschlacht, ne? Ah ne, Quatsch. Das war hier, glaube ich, ne? Genau, hier war ja dann richtig viel los hier mit Infanterie und diese, weiß gar nicht, was es waren, diese LAAT-Verschnitte. Ja, da haben wir gesehen, dass die Anti-Air hier eigentlich total kacke ist. Aber gut, wir machen jetzt weiter. Wir wollen ja hier noch diesen letzten Planet hier einnehmen. Und dann mal gucken, was das Imperium so macht. Wir haben schon gesehen, das Imperium hat sich hier schon ausgebreitet. Wieso ist da ein Art. Ach so, hat der gerade. Das war genau in dem Moment, wo ich gerade reingezoomt hat, hat er den RTRT weggeschickt. Okay. So, genau, wir haben jetzt hier noch diese Bodenstreitmacht. Wir hatten, glaube ich, ein bisschen was verloren. Obwohl, geht eigentlich, ne? Wir bauen hier gerade neue Sachen. Ah, okay. Ist schon wieder ein bisschen länger her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Wir schicken mal die Bodenstreitmacht hier weg. Und. Ah, ne, Quatsch. Ach, das ist natürlich jetzt blöd. Die schicken wir mal dahin, weil wir haben jetzt gar keine Bodenverteidigung her. Wir haben ja da nur Fabriken gebaut. Brauchen wir dann hier noch ein paar. Falls irgendwo mal was fehlt, dann haben wir wenigstens genug. So, ich weiß nicht mal, was hier waren. Hier waren, glaube ich, ein paar Victory-Kreuzer, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ah, genau. Was haben wir denn hier auf dem Boden so? Ah, das waren diese Teile. Dropship, okay. Was ist das hier? PX4 Mobile Command Base Company. Ah, okay. Also so ein Juggernaut-Verschnitt oder was? Wie sieht es denn hier oben aus? Wir brauchen eine Verteidigungsflotte für hier später. Ach stimmt, die hier können wir eigentlich nehmen, ne? Genau. Wir packen mal das Schiff hier zu Schlachtschiff zu dieser Flotte hier. Und ziehen das dann nach Riga runter. Dass ihr hier verteidigt. Ja, ich würde gerne endlich mal eine neue Ära kommen, ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht, das Imperium. Kämpft auch noch gar keiner richtig, ne? Neue Republik noch nicht gegen das Imperium oder so. Aber wir haben ja jetzt, also ich habe ja im letzten Part endlich die Schwierigkeit gestellt hier. Auf Captain, vielleicht auf Admiral, wenn die überhaupt nichts machen. Das war ja erstmal die ersten Parts alle so, dass wir erstmal ein bisschen gucken können. Ich sollte das ja blind spielen. Ja, ich habe ja die Abstimmung gemacht und ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent war das? 75% oder so? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Die das so wollten. Das wollte ich nochmal. Ah, genau, ich wollte gerade hier noch warten, bis die Golan 1 fertig ist. Dann können wir nämlich direkt auf Golan 2 und das hier. Und ja, ich denke mal, wir fangen mal mit einer Raumschlacht an, ne? Ich habe irgendwie Lust drauf. Ich habe jetzt ein bisschen länger nichts mehr hochgeladen, ne? Weil ich habe jetzt einiges zu tun gerade. Also eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt meinen AT-AT kam gerade an. Also dieser AT-AT-Verschnitt aus Klemmbaustein mit 7000 Teile fast. Also ein OCS, also ein Riesenteil. Und das bin ich ja immer einen halben Tag am Zusammenbauen, weil das dauert echt wirklich lange. Und das mache ich halt meistens. Sonst spiele ich noch nebenbei immer gerne. Oh, warte, 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 warte. Was steht denn da? Ich erinnere mich noch, dass hier sowas war. We have detected undefined ships entering from Hyperspace Commander. We won't be able to withdraw until we had time to recharge our Exit. Okay, es kommt eine. Wir haben eine unidentifizierte Flotte entdeckt, die sich gerade aus dem Hyperraum nähert. Wir können uns nicht zurückziehen, genau. Für 4 Minuten. Wir können die Gegner besiegen oder wir müssen halt da ausharren. Okay. Also wir haben eine relativ große Flotte, ne? Wir können ja mal gerade gucken. Kommen die schon? Ne, ich sehe noch nicht. Ich denke mal, wir warten mal gerade, wo die kommen, ne? Bevor wir jetzt in die Mitte stürmen. Das ist natürlich auch ein super Typ hier, der direkt hier in den Asteroiden rausspringt. Also falls irgendwas Großes kommt, wir haben ja diese großen Schlachtschiffe hier. Wir haben auch noch ein bisschen was hier in Reserve. Auch hier ein Schlachtschiff in Reserve. Okay. Ich sehe die Flotte jetzt nicht. Naja, das weiß ich nicht. Vielleicht kommt die gleich.
bin ich jetzt blöd. Hier ist noch nichts, ne? Ja, was ist das denn hier? Irgendwas Deko-Zeug, ne? Keine Ahnung, vielleicht kommen die, wenn wir gewonnen haben. Ich hab keine Ahnung gerade. Ja, dich brauche ich gar nicht bewegen, ne? Wenn du da, bis du da rauskommst, dann bist du schon fast tot, weil deine Schilde von Asteroiden zerfetzt werden. Ja, ich denke mal, wir brauchen eigentlich die ganze Flotte nicht nach vorne schicken erstmal, das reicht hier erstmal. Weil die behindern sich ja gegenseitig. Ah, jetzt kommst du? Da. Oh, in mir drinne. Also sozusagen, okay. Okay. Victory Klasse 1 und ein Sternzerstörer 2. Das ist ja witzig, hatten wir das schon mal? Ich glaube schon, ne, in Mal 20 Revenge, dass wir jetzt eine 1 vs 1 vs 1 Raumschlacht haben. Das ist ja lustig. Ja, gut, dass ich meine Schiffe hier hinten stehen gelassen habe. Warte mal, du stehst gerade perfekt. Schieß mal auf den. Ja, Commander. Ah, du stehst auch gerade gut. Mit da drauf schießen, du schießt mal auf den drauf. Ich wüsste gerne, welche Fraktion das ist. Keinen Ausweg mehr. Oha. Du hast ja noch deinen Antrieb, ne, oder? Ja. Der sollte sich jetzt eigentlich retten, aber... Oder geht das nicht, weil diese Flotte jetzt da ist? Nee. Stehe ich nicht, bei mir funktioniert das irgendwie nicht so richtig mit denen. Ja, mach mal den kaputt. Keine Ahnung. Wie gesagt, es kann sein, dass das nicht funktioniert wegen denen hier. Weil die ja noch dazugekommen sind. Aber das war jetzt ja wirklich Pipi-Kram hier. Einfach irgendwelche komischen Sternzerstörer. Okay, den verlieren wir gleich. Aber mach dir jetzt mal die kaputt. Ich meine, das sind einfache Victory-Kreuzer. Wie kann das denn so lange dauern? Die von hinten ja. An. Toll. Ja, warte mal, ich habe keinen Bock, dir hinterher zu fliegen. Komm mal hier ran, hier machen wir den gerade kaputt. Na egal, wir haben ja genug Geld, können wir auch einfach ein paar neue Schlachtschiffe kaufen. So, nicht den Jan kommen lassen. Ist denn hier unten noch ein Skipway? Ich weiß gar nicht, welche Fraktion das sein soll. Einfach irgendwie. So eine. Ahnung. Es gibt ja mittlerweile so viele Fraktionen, die Sternzerstörer haben, ne? Deshalb habe ich auch die Hand des Imperiums genommen. Weil wir wollten mal was Neues spielen. Neue Replik hätten wir auch spielen können, aber hatte ich jetzt nicht so Lust. Ich hatte erst überlegt, ob ich auch noch eine Abstimmung dazu mache, aber jetzt schon wieder eine Abstimmung zu machen, hätte ja lange gedauert. Aber sagen wir was Neues, wir haben ja erst im Remake noch das Imperium gespielt. Ja, ja gut. Neue Flotte war jetzt natürlich jetzt nicht so eine Bedrohung. Wäre lustig gewesen, wenn es irgendwie von hier gekommen wäre und nicht in meiner Flotte gespawnt ist. Ja gut, ja, den haben wir jetzt verloren, ne? Ja, passiert. Kann ja ein paar neue gleich mal hier kaufen. Ja, wir kriegen ja wenigstens Rabatt da drauf. Türen. Hä, warum ist das jetzt alles Neue Republik hier? War das nicht Imperium alles hier? Weil sich denn. Wir können ja das sehen von den beiden, ne? Ja, eigentlich ist ein Imperium militärisch stärker. Ahnung. Oder warte mal, guck mal hier. Wir haben ja hier. Wenn ich jetzt richtig sehe, wir sind ja nur drei Fraktionen, ne? Wir sind ja hier Imperium, die Neue Republik und diese dunkelgrünen. Ne, warte mal. Da kann ich hier draufklicken, ne? Independent Forces, genau. Und diese hellgrünen sind ja unabhängige. Und das ist hier... Helps-Konsortium. Okay, also einfach so eine Zulassung, aber so eine... Okay, das gehört alles denen. Ist das eine richtige Fraktion hier? Weil, dann könnten wir... Das könnten wir dann hier sein, ne? Aber hier, wir haben ja hier keinen Hoch und Runter, ne? Steht ja auch, dass wir das nicht machen können, aber... Naja. Ich kann nicht beurteilen, wie stark die Gegnerflotten sind gerade. Naja. So, wir hatten ja gesehen vorhin, da sind ja so diese Patrouillboote oder diese, wie heißen die da, diese Mann, die wir letztes Mal schon gesehen haben, die so stark waren.
Das sehen wir gleich. Wir brauchen erstmal noch ein paar davon. Ja gut, wir haben gerade einfach keine Eingangskapazität. Gut, machen wir direkt runter hier. Aber wenigstens eine lustige Raumschlacht, mal was Neues gehabt. Gucken ja nicht mehr so viele Leute dieses Projekt hier, habe ich schon gesehen. Leider, also ich finde das komisch. Was mir in letzter Zeit richtig auf den Sack geht auf YouTube, ist diese Kack-Scam-Werbung da. Weil das auch schon gab, in letzter Zeit ist das richtig schlimm auf YouTube. Also ich gucke nicht so, was das. Also ich gucke eigentlich, was gucke ich eigentlich meistens immer? Verstärkung. Videospiele halt, ne? Oder halt Themen, die mich interessieren. Aber ich weiß nicht, Keine warum ich immer Verstärkung mehr. diese Sachen da bekomme. Habt ihr schon mal Jordan. gesehen, dieses da? Diese Taschenlampe ist das hellste und dann zeigen sie mir, wie die Taschenlampe nach oben geht und dann ein Flugzeug Produziert wie so ein Laserschwert durchhaut und sowas. Und Quatsch alle. Und all so ein Müll da, diese ganzen komischen Kackprodukte. Oder was ich vorhin gehabt habe, genau, vorhin war irgendwie so einer kleinen Heizungsanlage, wie so ein Föhn. Und dann kommt da, ah, dieses Produkt heizt ihr Zimmer schneller als herkömmliche Sachen, wie heißt das? Die Stromkonzerne hassen diesen Trick oder wollen nicht, dass sie auf dieses Produkt zugreifen. Also, es ist so viel Scam-Scheiße auf YouTube. Oder am besten ist immer die Werbung mit, wo diese PC-generierte Stimme kommt. Also diese AI-Stimme dann. Das ist echt. Im Moment ist hier. Alt, ach, Scheiße. Ah, Kacke, ich hab vergessen. Da bin ich so in diesen YouTube-Scheiße aufgeregt, dass ich ganz vergessen habe, dass sie ja hier diese krassen Teile hier haben, die hier. Wir brauchen mehr. Nein, die haben meinen Flak zerstört. Kannst du eigentlich auch auf den schießen? Aber ja. Wir müssen erstmal hier campen, das bringt gerade nichts. Das sind einfach zu viele gerade. Wir holen mal noch mehr davon. Das Fluggerät richtig abschließen kannst, weil das Patchwork-Schiff. Ach stimmt, die können ja überfahren, habe ich vergessen immer. Diese Teile sind bessere Flugabwehr als der eigentliche Flugabwehrpanzer. Irgendwie schon lustig, ne? Dann fahrt mal diesen Rotzchen so. Jetzt lass uns erstmal gucken, was hier oben noch alles ist. Okay, Fabriken. Die hier könnten wir uns. Ah, ich glaube, da komme ich nicht mehr hin. Befehl bestätigt. Schon unterwegs. Jawohl, Commander. Vielleicht kommt meine Infanterie dahin. Mal gucken. Kann er die hier zum Glück einfach überfahren, auch wenn die Hitbox hier so riesig ist. Ey, warum schießt du nicht? Ah, ich glaube, du schaffst das noch, oder? Ja, gerade so. Ich glaube, wir kriegen ATAP hier, wenn wir hier die Fabrik einnehmen. Ja, ich lass mal das Bombenmauer erstmal weg. Wir haben ja mittlerweile so gut wie alles zerstört. Na, die Infanterie ist eigentlich gerade kein Problem gerade. Ah ne, hier ist die Landezone. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gerade, wir haben nur eine Landezone, aber stimmt gar nicht. Hier machen wir den ATAT kaputt und wir schießen mal die Infanterie ab. S1 Firehawk Heavy Repulse Tank. Okay. So ein Heavy Tank würde ich jetzt auch nicht nennen, aber naja. Hält aber gut was aus. Ah, jetzt ist ein großer. Seid ihr jetzt mal endlich hier? Ich würde gerne eigentlich noch meine Panzer reparieren irgendwie, aber ich nehme mal noch einen davon mit. Wow! Na gut.
Da bin ich gehofft, ich kriege einen ATAP, aber Nani ist ja nur schwere, das ist ja keine verbesserte Person. Naja, können wir euch in den Tod schicken. Wo ist denn überhaupt das hier, will ich kaputt machen? Guck mal an hier. Ihr solltet ja diesen komischen Juggernaut-Verschnitt da ordentlich aufmischen. Wo komme ich denn da raus? Da steht ja auch der ATP. ATPT heißt die, ne? 5 Stück waren das, ne? Ja. Ja, gut, geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul, ne, würde ich sagen. Ich bin mal mit denen lieber den. Mal gucken, wie viel Schaden die an denen machen. Das Teil ist ja übelst stark gepanzert. Bin ich mal gespannt. Oh ja. 3 Schüsse, glaube ich, ne? Könnte ich ungefähr einschätzen. Hier, du hast mehr Reichweite als der, also schieß. Okay, ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet. Na gut, ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er jetzt meinen Fahrzeugabwehrturm kaputt macht. Aber wenn er nicht will, dann ist es wohl so. Soll ist der gerade in den Schuss reingegangen? Ach nee, der hat gar nicht auf den geschossen, okay. Hallo, kannst du bitte, du sollst das da angreifen. Lol, die sind das? Sind das spezielle Sturmtruppen eigentlich, ne? Habe ich euch eben. Was ist denn hier noch? Ja, gut, den Rest machen wir jetzt, wie gesagt, ohne. Aber warum schießt ihr denn nicht? Warum schießt der andere zum Beispiel überhaupt nicht? Er hat den Boden geschossen, wow. Dann noch Pulspanzer? Ja, machen wir das Gebäude bitte kaputt. So, ich fahre ich einfach hier platt. Pfannkuchen, so. Ach scheiße, ich habe euch gar nicht in den Deckungsmodus gesetzt. Hat aber gereicht. Können wir mal wieder das hier bauen. Kriegen wir ein bisschen Verstärkung, aber bringt jetzt auch nichts. Das hätte ich am Anfang machen müssen, ne? Weißt du was, ich spam jetzt mal diese Fire, diese Rapid Fire Tanks. Also nicht alle jetzt, aber es reicht. Können wir die Infanterie ein bisschen niedermetzeln. Und seid ihr verbuggt? Was ist denn hier los? Schon wieder mit diesem Blödsinn. Mensch. Mach doch einfach bitte da hoch. Ach, warte mal, was stand da gerade? Weil da kommt ja nichts mehr raus, ne? 3 von 6. Ah, die bringen gar nicht unendlich. Ah, interessant. Normalerweise ist ja immer so, dass die eigentlich unendlich ihre Standardeinheiten bringen, oder? Ich hab's noch nie gehabt, dass die nichts mehr gebracht haben. Naja. Ja gut. Da war ja wieder so viel, ne? Haben wir ja gesehen, was da schon wieder abgegangen ist. Ja, erstmal das hier. Geld kann man immer gebrauchen. So eine bauen wir natürlich. Ja, und jetzt können wir eigentlich alles umstellen. Alles, meine ich, nicht umstellen, wieder umorganisieren. Krass, wir haben schon so gute Loyalitätsbonus, obwohl wir noch nichts gebaut haben? Krass, guck mal, wir haben nicht mal einen Gouverneur, also nicht mal ein Gouverneur-Office, wir haben nicht mal eine Trade-Station. Trotzdem schon so gute. Was ist denn, Leute? So ein gute Influence. Also Einfluss. Star Galleon-Class-Fregatte. Galleone, sag mal, ist schon Frachter, okay. Ja. Armored Cargo Escort Hybrid Vessel, developed from the older Galleon design in response to Imperial Fighters. Being stood or destroyed by Rebel Cells. Okay. Also ein Frachter umgebaut, okay. Aufbau hat begonnen. Wollen wir was denn Besonderes bauen? Naja, dann bauen wir einfach hier. Können auch mal Infanterie bauen, ne? Wir haben schon lange keine Kaserne mehr gebaut. Jo! Gibt's da nicht mehr so viele unabhängige Planeten, ne? Hier oben noch.
Oh, was machen die denn? Also, wir müssen eigentlich mal ein bisschen die neue Republik gerade mal ausspionieren. Ich guck mal gerade, wie. Hallo, ich will. Da. Guck mal gerade, wie lang der Part ist. Ah, wir sind bei 20 Minuten. Das reicht eigentlich für den. Beim nächsten Part gucken wir mal, was die Rebellen hier machen. Dann kann ich die mal einschätzen. Ja, aber die räumen gerade beim Imperium ordentlich auf, ne? Wo ist ein Coruscant da? Sind schon neben vor Coruscant, ne? Aber Coruscant, Alter, guck mal, was hier alles auf dem Boden ist. Da will ich gleich mal gucken, was die hier auf dem Boden gebaut haben. Gut, Leute, wir sehen uns am nächsten Part wieder. Macht's gut.